Wie heißt diese Übung? Und diese? Weißt du das? Hi Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia. In diesem Video bringe ich euch den Wortschatz zum Thema Sport bei. Ich bin extra dafür in mein Fitnessstudio gekommen. Eine Liste mit allen Wörtern zu diesem Thema findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung unter diesem Video. Bitte denk daran, dieses Video zu liken. Der YouTube-Algorithmus funktioniert so, dass er nur dann das Video anderen Leuten vorschlägt, wenn das Video viele Likes hat. Also unterstütze mich mit einem Daumen nach oben. Schreibe jetzt in die Kommentare, wie häufig du ins Fitnessstudio gehst. Okay, lass uns beginnen. Zuerst lernen wir ein paar Verben in diesem Kontext. Sport machen oder treiben. Trainieren. Ins Fitnessstudio gehen oder im Fitnessstudio sein. Sich aufwärmen. Vor dem Sport muss man sich aufwärmen, die Gelenke aufwärmen, damit man keine Verletzung bekommt. Die Person, die dich im Fitnessstudio trainiert, heißt der Fitnesstrainer. Im Fitnessstudio muss man sich anmelden. Nach der Anmeldung bekommt man eine Mitgliedskarte. Beim Sport trägt man normalerweise Sportkleidung. Der Sportanzug oder die Sportanzüge. Das Sportset. Die Sportsets. Mein Sportset heute ist von Oceans Apart. Schöne Kleidung motiviert mich, noch fleißiger zu trainieren und regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Bevor wir weitermachen, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Dieses Video wird von Oceans Apart unterstützt. Ich habe super viele Sets von dieser Marke. Ich bin mega zufrieden mit der Qualität. Ich suche mir immer Sportkleidung aus, die bunt ist. So viele Farben wie möglich. Das macht einfach gute Laune. Mit meinem Code GERMAN2 bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro zwei weitere Artikel kostenlos. Damit bekommt ihr zwei Sets zum Preis von einem und spart damit 50%. Im Free Gift Chooser lohnt es sich auch vorbeizuschauen. Dort könnt ihr euch noch einen extra Artikel gratis aussuchen. Ihr könnt zum Beispiel Artikel auswählen, die ich euch schon in diesem Video gezeigt habe. Den Link zu Oceans Apart findest du unter diesem Video. Benutze den Code, bestelle dir coole Sportklamotten und sei fleißig. Und wir gehen weiter. Hier sind ein paar wichtige Kleidungsstücke zum Thema Sport. Das Stirnband, die Stirnbänder. Das Schweißband, die Schweißbänder. Das Sporthandtuch. Der Turnschuh, die Yogamatte. Die Yogamatte ist nicht unbedingt ein Kleidungsstück, ist trotzdem wichtig. Wir gehen jetzt weiter zum Bereich des Ausdauertrainings. Das erste Wort in diesem Kontext, was sehr wichtig ist, ist das Wort das. Ausdauertraining. Ausdauertraining ist das Cardio-Training. Und hier haben wir zwei Geräte. Das ist das Fahrrad und der Stepper oder der Crosstrainer. Was ist das eigentlich? Ist es ein Stepper oder ist es ein Crosstrainer? Leute, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. In dem anderen Bereich unseres Fitnessstudios haben wir noch ein paar andere Geräte fürs Ausdauertraining. Jetzt bin ich auf dem Laufband. Das ist ein Laufband. Und das letzte Wort im Kontext des Ausdauertrainings ist das Rudergerät. Wir gehen weiter. Hier macht man das Krafttraining. Im Kontext des Krafttrainings musst du unbedingt die Wörter der Satz und die Wiederholung wissen. Man macht zum Beispiel drei Sätze je 20 Wiederholungen. Das Krafttraining kann man entweder mit Geräten machen, wie hier, oder in dem Freihandelbereich. Für das Krafttraining brauchen wir unbedingt eine Bank, die Gewichte und eine Stange. Ich packe die Gewichte auf die Stange. Das ist der Latzug. Ein beliebtes Gerät bei vielen Leuten. Der Latzug. Das ist die Beinpresse. Die Beinpresse. Man kann kein Krafttraining machen ohne die Hanteln. Das sind die Hanteln. Eine Hantel, zwei Hanteln. Wir sind an unserer letzten Station angekommen.
Hier erkläre ich euch noch ein paar Übungen, die in diesem Kontext, im Kontext des Krafttrainings relevant und wichtig sind. Und wir sind schon bei der ersten Übung. Die Übung hier heißt das Rückenstrecken. Das Rückenstrecken. Die nächste Übung ist die Ausfallschritte. Die Ausfallschritte. Die Kniebeugen. Die Hampelmänner. Und zum Schluss erkläre ich euch noch ein paar Übungen, die man auf einer Sportmatte machen kann. Und wir fangen mit den Bauchaufzügen an. Die Bauchaufzüge. Die nächste Übung ist die Bergsteiger. Die Bergsteiger. Und die nächste Übung ist die Liegestütze. Die Liegestütze. Und eine letzte Übung für heute ist das Beckenheben. Das Beckenheben. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. Schreib in die Kommentare, ob du noch mehr Wörter in diesem Kontext kennst. Und natürlich auch, wie häufig du zum Sport gehst. Den Link zu meinen Ocean Support Sets findest du unter diesem Video. Bleib dran und bleib fleißig.